Servus meine Freunde, willkommen zum weiteren Part von Payday 2. Wir machen jetzt wirklich den Nachtclub. Und das auf schwer. Oh mein Gott, wir schaffen das schon, ne? Ja, ich glaube, ich nehme auch. Soll ich auch eine Arzttasche mitnehmen oder Munitionstasche? Eigentlich vielleicht eine. Eigentlich haben wir Arzttasche nicht so dringend gebraucht. Doch, Digga, wir sind dann am Ende richtig gefickt worden vom Juggernaut. Ja, nee, wir haben oder eine Mine! Gesehen. Oder wollen wir Stealth spielen? Nee. Okay. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Dann nehme ich die Arzttasche mit, du kannst die Sentry Gun mitnehmen. Jo, mach mal das so. Und die Sentry Gun Part platziere ich dann bei den wichtigen Orten. Sentry Gun benutzt dann genau. Oder nee, nicht die Sentry Gun. Nimm du die Munitionstasche mit. Nee, die brauchen wir überhaupt nicht. Die sind doch schon ja, da. Ja, okay, dann nimm du auch noch eine Arzttasche mit. Zur Sicherheit. Vorteil. Die Sentry Gun ist echt unnötig noch. Vorteile holen. Ich hole Munitionstasche, du holst Arzttasche. Hol Benzinkanister einen, können wir gebrauchen eigentlich. Für den Juggernaut. Wie viel Geld hast du? Kein Geld. Nimm du hast genug. Ich habe nur 20.000, nee, 30.000. So, okay. Miese Mucke auf jeden Fall. Achso, ja, warte, holst du das oder? Nee, du hast mehr Geld. Und ein Benzinkanister wäre nicht schlecht. Hab ich schon. Hast du eine Arzttasche? Ja, habe ich schon gekauft auch. Also Benzin. Nee, was hast du mit. Was nimmst du mit als Ausrüstung? Sentry. Wieso? Weil die vielleicht bei einem wichtigen Ort hilft. Nee, mach Arzttasche lieber. Sentry Gun kannst du benutzen, wenn du mehrere hast, wirklich. Du brauchst. Eine ist echt nutzlos. Okay? Nee, zwei Sentry Guns. Zwei Arzttaschen bringen doch gar nichts eigentlich. Doch, Digga, das bringt schon was. Nimm einfach eine mit. Wenn nicht, dann ist es doch auch egal. Ja, ich habe eine. Es ist zur Sicherheit da. Es ist zur Sicherheit da. Was, wenn wir sterben? Dann bringt deine Sentry Gun nichts. Doch, die bringt dir eben schon was. Nee, so nimm die Arzttasche. Bist du bereit? Ja. Das schaffen wir auf jeden Fall. Und falls wir auf Overkill oder so spielen, dann lass Stealth da spielen, weil zu zweit da reinzurennen ist richtig sinnlos. Ja, hier kann man es aber so schaffen. Aber Stealth, wie willst du das spielen? Du musst ja mit deinem Panzerung rein. Hey, nein. Ich hab Smoking. Ich hab schon mal mit Leuten gespielt, also mit meinem Kumpel Stealth gespielt. Der ist, wir zwei waren mit Smoking drin, Alter. Und wir waren auf Todesmut. Der hat dann von hinten das Schloss halt geknackt und hat die Tresoren so heimlich geöffnet von hinten und sowas. Achso, ja, es geht. Nicht so wie wir, dass wir einfach von vorne reinrennen. Egal. Wir machen das lieber mit Panzerung. Oder nicht? Ich glaube, da ist dann wieder das. Ich gehe nach unten und schau da, ne? Ja. Ich such schon mal nach Geiseln. Jemand ruft die Bullen, scheiß auf den. Das wird so oder so passieren. Von daher. Aber ich töte den Typen. Ja, wir spielen immer mit Panzerung, ne? Du kannst es ja auf zwei Versuche machen. Also du kannst es ja auf zwei verschiedene Arten machen. Entweder mit Panzerung rein oder halt mit Smoking Stealth, aber das Stealth ist halt auch schwer. Ja, geht. Doch, das ist schon schwer. Also ich hab's geschafft mit meinem Kumpel. Okay, hier ist gar nichts an Ding. Also bei dir ist nur ein Border, hier ist überhaupt nichts. Also bei mir ist überhaupt nichts zumindest. Ja, such mal woanders noch. Ja, ich such mal so Orte ab. Du musst zum wo so eine Tür gibt, Management heißt. Da müsstest du eigentlich hin. Ah doch, ich hab glaube ich so eine kleine Tür. Ja, hier ist noch ein Border zum Platzieren. Knackt die Tür auf. Was? Bist du down oder was? Warum? Ich hab doch keinen Zivilist getötet. Ja. So. 100 Sekunden noch, bis das eine Tresor offen ist.
Ja, ich bin dann mal beim anderen Ding. Meinst du die Tür oder Tresor? Tresor. Nee, Tür. Ja, ich bin bei der anderen Tür. Die dauert immer lang. Da können wir abhauen. Das mache ich schon mal auf, glaube ich. Alter, das hat dein Bruder aufgemacht. Was? What the fuck, das ist ein Ninja! Hey, der Ninja ist, glaube ich, 5-1-Hit mit Nahkampf. Scheiße! Okay, der ist tot. Nee, der ist kein One-Hit. Wenn der dir zu nahe kommt, mal drück E einfach auf den drauf. Ich habe ihn getötet schon, keine Sorge. Alter, das ist voll der Bastard. Ja, diese Bullen sind wenigstens easy jetzt, ne? Ja, das ist übel easy, Mann. Junge, Alter, im letzten Part mit Overkill hätte man auch fast geschafft. War nur noch eine Millisekunde oder so. Ist bei dir der Raum gleich offen? Ja. Bei mir dauert es noch 80 Sekunden. 50 Sekunden. Wenn wir dann Nachtclub geschafft haben, machen wir als nächste Mission 4 Läden oder Juwelier? Ja, ne, Juwelier hatte ich schon. Achso, dann 4 Läden. Hatten wir schon im Part. 4 Läden habe ich noch nicht gemacht. Ist aber auch einfach. Ich glaube sogar bei 4 Läden nehme ich mal Smoking. Wieso? Weil da man eigentlich saugut Stealth spielen kann. Oder nicht? Doch. Ist halt nur schwer, Stealth zu spielen, ist es. Aber 4 Läden brauchst du gar nicht Stealth zu spielen. Mach mal mit Panzerung. Ja, aber Autohaus ist zum Beispiel so ein Stealth-Spiel-Ding. Scheiße, der Ninja! Bei mir ist gar nichts los. Unten ist der Ninja. Jo. Fuck, der Ninja hat mich getötet! Ist der da unten, der Ninja? Ja, ich bin da unten. Hilfe. Ist unten? Achso. Mann, du Motherfucker! Scheiß Bastardsohn. Ach, scheiß auf den. Hallo? Hallo, So ein Motherfucker. Ja, du hast. Geh halt nach hinten und hol die Arzttasche. Ja, mach ich gleich. Ist bei dir der Safe jetzt? Ja. Ich mach dann jetzt. Ist das da mit Kokain, ja, ne? Ja, 300 Sekunden noch. Bei mir so, ist auch ich hol die Arzttasche. Und mein Tresor führt zu dir. Hat sich voll gelohnt, ey, schau mal. Was? Der Tresor, die Tür öffnet sich zu deinem Tresor. Lol. Hey, warum ist das so? Weiß ich nicht. Gibt's da nur ein Safe jetzt oder was? Ja, anscheinend, keine Ahnung. Alter, ich sehe einfach gar nichts. Wo bin ich? Ich schieße halt mit meiner Pistole, weil ich finde, meine Pistole ist saugut. So. The fuck, Alter, der hat mir schon wieder voll viel abgezogen. Warte, könnte da oben vielleicht dann wieder das Geld sein? Wie kommt man nochmal hoch? Nee, nicht da. Ja. Hey, das hast du gar nicht gemacht. Management. Hä, lol. Ach so, ich habe die falsche Tür geöffnet. Egal. Ja. Dann bleibe ich beim Management, bleib du beim Tresor. Junge, Alter, nee, kann ich nicht, ich muss gerade weg. Wegen Arzttasche. Du hast doch selber einen, oder nicht? Ja, ich nehme aber
die noch, ich will die noch nicht platzieren. Hat man nur eine Arzttasche oder wie? Ja. So. Und außerdem ist die Arzttasche hier sau weit weg. Wenn wir da rausgehen, dann will ich eine dort irgendwo setzen. Und nicht dort. Okay, die Arzttasche ist leer. Okay, ich bin aber gleich hier beim Safe. Der Safe müsste ja nicht gleich offen sein. Ja, der ist kaputt. Dankeschön, Bastardsohn. Ja, ich bin beim Management und werde gerade abgeknallt. Vom Bastarden. Scheiß Ninja. Wir haben eine Munitionstasche gekauft, gell? Ja. Gut. Die ist, glaube ich, bei mir, oder? Nee, wo ist denn die? Keine Ahnung, wo die ist. Ich hab die schon. Ich brauch sie ja gerade eh nicht. Ich auch nicht, aber ich weiß jetzt wenigstens, dass da was ist. Ja, wir haben drei Geiseln, wenigstens haben jetzt. Nein, eine wurde befreit, während ich es gesagt habe. Bei mir ist eine in der Nähe. Oh, scheiß Schild, Alter, was? Motherfucker. Alter, die tun die Geisel befreien. Ist bei dir eine gleich? Müsste eigentlich. Weil jetzt haben wir nur noch. Hallo, Reprit im Bohrer. Wo ist die Geisel? Keine Ahnung, wir haben nur noch eine. Die wurde entfesselt wahrscheinlich. Mann, wir müssten die Geiseln verstecken nächstes Mal. Warte, hier ist glaube ich eine, oder? Ah ja, bei ich mir hab eine. Ja, bei mir ist auch eine Geisel. Jetzt habe ich eine neue. Komm mit. Komm her, du scheiß Bastard, Sohn. Die Geisel ist bei mir eine. Genau. Ich habe auch eine. Hey, setz dich halt hin. Wieso kann ich ihn nicht das jetzt? So, okay, bei mir ist eine Geisel. Also, ja. Bei mir auch. Das heißt, wir haben zwei gute Geiseln auf jeden Fall. So, 100 Sekunden noch bei mir, bei dir. Bei mir, warte. Die Tür ist in 50 Sekunden offen. Gratis, kein Polizeivorstoß. So gut. Der Juggernaut kommt ja bald. Ja, aber in der 15. Minute kommt er erst. Ich überlege, wo jetzt der Transporter sein wird. Da von ganz Anfang oder da wie letztes Mal? Der kann ja von mehreren Orten kommen. Okay, jetzt geht's richtig ab, wo du es gesagt hast. Du hast ja vor kurzem gesagt, Polizeivorstoß ist nicht mehr. Jetzt ist er. Motherfucker Ninja! Oh, Taser nur. Oh, ich dachte, es wäre Ninja. Oh mein Gott. Ist das gut? Ist das ein geiles Gefühl, dass das nur ein zum Taser ist? Okay, ich bin beim Management. Ich tue die Geisel auch mit hoch. Er ist ein Ninja. Habe ich getötet. Ich habe einen Ninja in deiner Nähe getötet. So, jetzt hole ich Munition. Ich tue meine Geisel. Ich tue die Geisel beim Management. Ist bei dir ein Bot? Nee. Jetzt folgt mir Houston. Ist bei dir das. Die Tür ist doch offen bei dir. Mein Management ist ein Tresor. Ja, mach auf. Bei mir ist er gleich offen, der Tresor. Er schleppt an die Wade zum Management. Okay. Hoch. So, es öffnet. Schleppt die Wade zum Management. Das ist, glaube ich, am besten, weil die Bullen dann nicht so leicht das klauen. Warte, ich schlepp mit. Und wir haben eine Geisel schon mal safe, weil die ist im Management. Die Geisel ist auch bei mir, ne? Ja. Kannst du gleich mitnehmen eigentlich? Ja, mach du das, weil meine Geisel ist ja hoch. Ja, dann komm mit, Geisel. Komm mit.
Also meine Geisel wurde gut versteckt. Finde ich. Das ist ein Schild, Motherfucker. Bei dir? Hast du ihn getötet? Den Schild. Nee, der lebt noch. Ach, kein Bock auf den Pisser. Keine Ahnung, wie ich gerade spiele mit 20 FPS. Komm mit, komm mit! Wo ist deine Geisel? Oben, oder? Ja, ja, da oben. Da hinten im Eck, da. Wo die Sofa und so sind. Hast du dir deinen Sack da hochgestellt und unten reingetan? Komm mit! Tut der Sack dann da nach unten beim Sofa. So, hier sind zwei Geiseln, perfekt. Ja, ja. Komm mal hier nach unten, ne? Weil da kommen die ja Bullen. Und tu deinen Sack da, wo die anderen sind. So, da muss noch eins sein, oder? Ist da noch eins? Nein, nein, das habe ich geholt, das habe ich geholt. Und bei mir musste das Tresor, der Border wurde blockiert. Okay, jetzt haben wir es eigentlich perfekt gemacht. Das kann gar nicht mehr schief gehen. Alter, ich werde glaubt gesniped. What the fuck? Hier snipen welche. Ja. Hab den getötet. Ja, weg. Tot. Wie lange dauert das noch? 150 Sekunden. Ja, der Lastwagen müsste eigentlich dann auch gleich kommen. Ich tue meine Sentry dann beim Lastwagen. Weil am Ende wird es ja schwer beim Lastwagen. Ja, da kommt ein Juggernaut, ne? Ja, da tue ich dann die Sentry hin. Weil der Juggernaut reagiert ja nicht auf Sentries, der fokussiert die nicht. Warte ich schon mal, wie lange der Border noch dauert. 100 Sekunden. Doch voll lang. Da ist einer, Motherfucker. Ein was? Polizeivorstoß. Okay, jetzt geht's wieder richtig ab. Jo. Ich sammle mal den in die Muni ein. So. Habt ihr noch genügend Muni, aber trotzdem. Smoke weed every day. Ist echt so. Alter, ich werd gesniped. Während ich den Border mache. Sniper ist down. Hast du ihn? Okay, gut. Ich glaube, ich kann den Sniper gar nicht down machen. Meine da ist noch ein Sniper, da ist noch einer. PFS. Sniper ist down. Okay. Hab mir einmal Munitionstasche. So, 50 Sekunden. Jawohl. Ich glaube, bei Minute schwer ungefähr. Kommt gar kein Juggernaut, kann es sein? Doch, bei schwer haben wir auch einen Juggernaut gehabt. Hä, du hattest nur sehr schwer und Overkill. Nee, ist schwer und Overkill. War das nicht sehr schwer? Nee. Ein Totenkopf. Boah, scheiß Flasher. Die Ware wurde eigentlich auch gut versteckt, da kommt kein Mensch drauf, obwohl es voll simpel ist. Was denn? Nehmen die Dingsäcke. Ah, der Border schon wieder. Alter, die sind ja hier im Management. Wie sind ja. Die hier hochgekommen? Die klettern dann mit Seilen hoch. Hier von hier aus, vom Fenster aus. Achso. Sniper. Ja, down. Glaube ich zumindest, dass er down ist. Ja, hast du auch erwähnt oder irgendjemand hat's gesagt. Ja, der ist nur runtergeflogen, er ist nicht, dass er tot ist. Kann ja auch wieder aufstehen. 6 Sekunden. Mal gucken, was da drin ist. Ob da Geld drin ist? Da ist Geld drin. Jo. Zwei Bahn. Und wo ist jetzt hier das Ding? Unser Transporter? Wo kommt der Bastard her? Der Transporter kommt dann auch gleich, wir müssen jetzt erstmal auf den warten. Hast du ein Geldsack? Genau, ja, ne? Ja, tu alles hier rein, wo die Taschen sind.
Mal gucken, wo der Transporter dann hingeht. So, wenn wir das jetzt schaffen, wir haben jetzt alles. Hoffentlich ist der Transporter da hinten, da müssen wir nicht so weit laufen. Ja. In der Gasse wieder warten. Also da, wo wir warten. Der kann nur in der Gasse warten. Es gibt nur zwei Gassen hier. Nur welches ist er? Nur in welcher ist er, ne? Aber das schaffen wir auf jeden Fall, außer wenn der Juggernaut kommt. Aber wir haben immer noch unsere Arzttaschen. Da ist ein Sniper. Ich hab ja meine Sentry. Also, ja. Motherfucker! Ja, der ist down, oder? Nee. Nee. Jetzt aber, ich hab einen Sniper. Hab ihn, glaube ich. Oder er steht auch. Hab aber ihn, noch irgendwo einer. Hab ihn mit der Pistole nur noch gehittet. Aber meine Pistole ist ja auch stark. Ich will den Igel haben. Die Igel? Die Igel. Wie viel kostet die nochmal? Weiß ich nicht, 800.000 oder so, glaube ich. Die könnte ich mir dann vielleicht sogar holen. Aber ich finde, die ich jetzt... Ja, schaff das Geld weg, komm! Der ist doch gleich in den Nägel! Da, wo er vorne war? Ja, du musst aber nur das Ding knacken. Schafft dann schon, während ich knack, schafft das ganze Geld. Ja. Ja. Oh, nee, Mann. Verdammter Scheiß! Taser! Polizeivorstoß ist aktiviert. Oh, der ist zum Glück down. Ich komme jetzt mit dem ganzen Ding. Ja, hier ist gleich. Ich tu meine Sentry vorm Ding setzen. Vorm. Hast du Sentry mitgenommen? Ja. Weil hier ist ja gleich. Das ist jetzt das Ende. Vielleicht hilft die Sentry. Motherfucker! So, gut. Okay. Gleich da, wieder mal. Die Sentry müsste mich jetzt verteidigen, falls jemand kommt. Weil ich habe die Sentry in der Nähe vom Ding gesetzt, vom vom Transporter. Ist hier noch irgendwo Geld? Ja, geht. Ich kann nicht mit alles mitnehmen. Ach so. Ja, das ist das letzte, oder? Das sind. Nee, da gibt's noch zwei. Nee, das ist das letzte. Ja, das ist das letzte. Oh nein, da, oder? Nein, das ist das letzte, was ich jetzt hab grad. Ernsthaft? Ja. Ja, guck, man kann schon flüchten. So. Und geschafft. Und mal gucken, wie viel Geld wir bekommen. Nicht schlecht. Bargeld. Das Bargeld ist dein normales Geld, also was du bekommst. Ja, 109.000. Ja, geht schon. Für die Mission, ja. Erfahrung ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, da gehe ich einmal Level up. Oder? Nee. Nee, noch nicht. Oder? Ganz knapp. Ich bin auch ganz knapp nicht. So, war's das mit dem Part jetzt, oder? Nicht mal noch die Fertigkeit höher. Warte, ich kann dir jetzt ja gleich sagen, was für eine Waffe ich habe auch. Standardschalldämpfer. Oh, ich habe irgendwas Gutes gezogen, angeblich. Ah, ja! Ey, das ist nichts wert, das ist 4 Cent wert. Na und? Hauptsache überhaupt was besser als ein Schalldämpfer oder so. Und ich kann es ja auch öffnen, glaube ich. Mit irgendwas. Ja, warte, ich kann jetzt sagen, welche Waffe ich habe. Kladion-Gewehr. Kladion-Gewehr und als Pistole habe ich Broomstick. Geil, ich kann 2 Munitionstaschen hinlegen, statt nur eine gleich. Jo. Hast du schon aufgehört mit dem Part oder lebst du noch drauf? Nee, okay. Ich nehm noch auf. Inventory. Ich schau mal in Inventar so herum. Waffentechniker. Perks. Ich mache als Perks Waffentechniker. Was machst du eigentlich als Perks?
Ist ja mega cool, was ich hab. So, 99 Perks-Punkte. Ich mach da Waffentechniker. Ich auch. Ja, aber bei mir ist es ja noch besser, weil ich auch auf Iron Man mach. Das heißt, ich hab dann noch mehr Panzerung bei Iron Man. Noch mehr. Das ist richtig geil. So, ich würde sagen, das war's mit dem Part. Yeah. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, meine Damen und Herren. Endlich haben wir das geschafft. War aber auch schon schwer auf Overkill. Und vor allem nur zu zweit. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part.